Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 14. Spieltag der Regionalliga Nordost. Unser FC Rot-Weiß Erfurt trifft am Sonntag, den 3.11. um 13 Uhr auf den VfC Plauen im Vogtlandstadion. An meiner Seite heute Cheftrainer Fabian Gerber und Robby Felsberg. Schön, dass ihr da seid und auch hallo und herzlich willkommen an alle anwesenden Medien- und Pressevertreter. Fabian, welche Lehren ziehst du aus dem Chemnitz-Spiel, die ihr im Match gegen Plauen dann auch umsetzen möchtet? Ja, hallo in die Runde. Ja, welche Lernen ziehen wir aus dem Chemnitz-Spiel? Ich glaube, man zieht immer generell eine Menge Lernen aus jedem Spiel. Positiv auch mal Dinge, die nicht so optimal laufen. Ich glaube, wir können uns, was jetzt Chemnitz angeht, die erste Halbzeit etwas verbessern, dass wir da einfach ein bisschen sauberer spielen, ein bisschen ruhiger spielen. Ja, unsere Angriffe da einfach auch noch besser und noch ruhiger vorbereiten. Was wir natürlich mitnehmen können, ist dann die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit, wo wir wirklich aus der Pause mit viel Schwung kamen. Also nicht nur den Elfmeter, den wir dann kurz nach wieder einen Pfiff bekommen haben, sondern dann auch wirklich zahlreiche Torchancen hatten, Einschussmöglichkeiten hatten, leider ja, da kein Tor dann erzielt haben. Ja, und hinten raus, glaube ich, hätten wir da noch ein bisschen mehr Ruhe auch wieder gebraucht in unserem Spiel. Die letzten Minuten speziell, um vielleicht dann nochmal so einen Punch zu setzen, um das Spiel doch noch auf unsere Seite zu ziehen. Aber ja, das haben wir analysiert. Kann man sich auch nicht immer so aussuchen. Insgesamt bin ich nach wie vor sehr zufrieden mit den Jungs. Wir sind weiterhin, ja, Stimmung ist positiv. Wir haben weiterhin einen guten Lauf und da wollen wir fortsetzen. Danke dir. Robby, wir sind ja leider torlos geblieben in Chemnitz. Welche Herausforderungen siehst du aktuell noch im Torabschluss in unserer Mannschaft? Ja, hallo erstmal. Ich denke, wir erarbeiten uns die Chancen relativ gut. Wir kommen eigentlich gut durch, nur hat es immer mal oder sehr oft daran gelegen, dass wir kein Tor geschossen haben. Deswegen ist das letzte Spiel auch torlos geblieben, aber wir müssen versuchen, das noch mehr zu erzwingen. Noch mit mehr Selbstvertrauen und Mut in die Aktion zu gehen und dann den finalen Ball sauberer spielen und den Torabschluss auch sauberer zu Ende zu bringen. Danke dir. Wir haben heute noch Fragen mitgebracht aus unserer RWE-Bonuswelt, die ihr da draußen an Fabian und Robby stellen konntet. Fabian Lühen, 1303, hat gefragt, wie dein Fazit zum bisherigen Saisonverlauf ausfällt. Ja, das Fazit, ich glaube, dass jeder gesehen hat, dass wir am Anfang ja noch nicht so eingespielt waren, was völlig normal ist. Nach einem großen Umbruch, den wir im Sommer hatten, viele neue Spieler, auch eine sehr junge Mannschaft nach wie vor sind, dass da das ein bisschen Zeit benötigt, haben wir von Anfang an auch angesprochen, völlig normal. Deswegen freut es mich umso mehr, dass die Räder, sage ich mal, immer besser ineinander greifen. Man sieht, wir entwickeln uns gut von Woche zu Woche. Die Mannschaft findet sich immer mehr, die Spieler werden immer besser, treten selbstbewusster auf. Das sieht man auch ja anhand unserer kleinen Serie jetzt. 6 Ligaspiele nicht verloren, aber nicht nur an den Ergebnissen und an dieser Serie, sondern einfach auch, ja, wie wir auftreten, wie wir die Spiele bestreiten, das ist, glaube ich, schon ja, ein großer Schritt nach vorne, den wir jetzt gemacht haben im Laufe der Saison. Von daher, das Fazit ist, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Die Entwicklung ist zu sehen, ist da. Dass am Anfang nicht alles klappt, war klar und deswegen freut es mich einfach, dass wir jetzt so ins Rollen gekommen sind und hoffe natürlich, dass das weiter so anhält. Danke. Und welche konkreten Ziele verfolgst du denn mit Rot-Weiß für die Zukunft, hat Emily gefragt. Ja, eine gute Frage, Emily. Ja, Zukunft, ich will da gar nicht zu weit blicken, sondern in der nahen Zukunft müssen wir einfach, ja, was ich eben angesprochen habe, da weitermachen, wo wir uns gerade befinden, weiter gucken, dass die Entwicklung der Jungs, die Entwicklung des Vereins weiterhin positiv verläuft. Wir wissen alle, dass wir noch einige Baustellen haben, nicht nur innerhalb der Mannschaft, sondern auch eher was das Drumherum angeht, um einfach Strukturen zu schaffen, Möglichkeiten zu schaffen bei Rot-Weiß, um dann ja eine erfolgreiche Zukunft zu steuern. Und ja, da
steht und fällt vieles mit dem Geld. Glaube ich, wurde oft genug thematisiert, aber da sind wir auch, glaube ich, auf einem guten Weg. Da entwickeln wir uns auch weiter. Wir werden ja bekannter, beliebter, größer, interessanter auch für Leute in der Stadt oder in der Region um Erfurt herum. Und das ist wichtig und da helfen natürlich auch Ergebnisse natürlicherweise dazu bei. Und deswegen ist wichtig, dass wir alle und die Jungs ja guten, erfolgreichen Fußball spielen, um dann einfach noch mehr Leute von Rot-Weiß zu begeistern. Und dann natürlich haben wir alle die Träume, irgendwann Richtung dritte Liga zu gehen und den Angriff Richtung dritte Liga zu starten. Aber wie gesagt, das sind aktuell noch Träume, da sind wir ein Stück weit von entfernt, das muss man klar sagen, aber wir sind auf einem guten Weg und deswegen werden wir weiter ja, bodenständig bleiben, weiterhin hart arbeiten, Gas geben, um die Jungs zu entwickeln, um den Verein zu entwickeln, um dann hoffentlich mal, wie gesagt, nach diesen Sternen greifen zu können. Danke dir. Robby, Patrick Sache wollte von dir wissen, wie du dich auf den Spieltag vorbereitest. Hast du vielleicht sogar ein bestimmtes Ritual vor Spielen? Ja, also ich habe eigentlich nichts Spezielles, denke ich mal, vorm Spiel. Ich glaube, es ist wichtig, genug zu schlafen, eine gute Regeneration zu haben, gut zu essen. Ja, ich mache vor jedem Spiel ein paar Dehnübungen und sowas, Basics, aber jetzt nichts Wildes, dass ich mich fit fühle und sonst eigentlich nicht. Danke. Gibt es Fragen der anwesenden Medien- und Pressevertreter? Marco, alles für die Thüringer Allgemeine. Fabi, es gab ja nach dem Spiel ziemlich Wirbel um Marco Wolf und die Aktion, die zum Elfmeter dann geführt hat. Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Gibt es da vom NOFV Signale? Kann er am Sonntag definitiv spielen? Wie sieht's aus? Ja, also wir wurden vom Verband natürlich zu einer Stellungnahme befragt und die geben wir ab. Da sind wir dabei. Da haben wir eine Frist bis Anfang nächster Woche. Die werden wir natürlich auch einhalten, ganz klar, und dann eine Stellungnahme abgeben. Also dementsprechend steht dem jetzt nichts im Wege, dass er am Sonntag in Plauen auflaufen kann. Und hoffen natürlich darüber hinaus, dass es keine Strafe nach sich zieht. Die Aussage haben wir auch nochmal intern aufgearbeitet. Klar, war unglücklich, weiß er selber, dass er da einen Fehler gemacht hat. Aber wer sich das Spiel oder die Szene nochmal anschaut, für mich ist es klarer Elfmeter, muss ich ganz klar sagen. Man sieht den Kontakt, er berührt ihn, er kommt vor dem Gegenspieler an den Ball und fällt dann. Also wie gesagt, es gab schon für weitaus weniger Elfmeter. Von daher ist es für mich ein Elfmeter, der Schiedsrichter richtig entschieden. Deswegen hat uns alle gewundert, dass Marco dann diese Aussage trifft. Und ja, ich hoffe, dass das Ganze relativiert wird, dass, wie gesagt, er ohne Strafe davon kommt, weil er auch sonst ein junger Spieler ist, ein ehrlicher, ein fairer Sportsmann ist, der sich nie was zu Schulden kommen lassen hat. Und deswegen ja, hoffen wir und gehen wir davon aus, dass er ja nicht nur jetzt am Sonntag in Plauen auflaufen kann, sondern dann auch nächste Woche in Luckenwalde dabei ist. Wie ist sonst die personelle Lage? Alle dabei von Kader letzte Woche? Genau, sonst hat sich jetzt nichts verändert. Pablo macht gute Fortschritte in der Reha, wird natürlich noch dauern nach dem Knöchelbruch. Hinata ist im Individualtraining bei Snoopy die Woche eingestiegen, macht auch Fortschritte. Ich hoffe, dass er ja nächste, spätestens übernächste Woche mit Mannschaftstraining anfangen kann. Genau, und sonst sind alle dabei, also so wie letzte Woche. Plauen hat sich ja stabilisiert, so ein bisschen ähnlich wie ihr am Anfang mit Problemen in die Saison gegangen, da auch mit nicht so guten Ergebnissen, aber mittlerweile auch eine kleine Serie gestartet und sie sich freigeschwommen hinten. Wie siehst du sie als Gegner? Ja, starker Gegner, unangenehmer Gegner, gerade auch bei ihnen zu Hause. Wir haben sie ein paar Mal live gesehen im Vogtlandstadion. Ja, du hast es angesprochen, sie haben jetzt eine Serie gestartet, 4 Spiele ungeschlagen, die letzten 3 davon sogar gewonnen. Also das zeigt, dass sie ja stabiler auch geworden sind. Du hast es angesprochen, ähnlich wie wir, dass da ja die Abstimmung, die Abläufe besser funktionieren, dass sie ein System gefunden haben, wo sie sich wohlfühlen, auch ja eklig zu sein, den Gegner weh zu tun, wenig zuzulassen, auch jetzt die letzten Spiele gesehen, keine Gegentore bekommen, oft zu Null gespielt.
Also von da, ja, da wartet ein richtiges Brett auf uns. Ist ein wichtiges Spiel, ja, für beide Seiten, für beide Mannschaften, ganz klar. Wir wollen unseren Trend, unseren Lauf fortsetzen, sie auch. Wir wollen schauen, dass wir Punkte sammeln, möglichst viele bis Weihnachten, aber natürlich jetzt immer von Spiel zu gucken. Deswegen jetzt am Sonntag im Plauen ist für uns ein wichtiges Spiel, auch ein richtungsweisendes Spiel, was wir natürlich erfolgreich gestalten wollen, aber wir wissen um die Gefahr, wir wissen um die Stärke des Gegners und deswegen, das wird alles andere als irgendwie ein Spaziergang oder irgendwie, wo man vorher schon die Punkte irgendwie einkalkulieren kann, das definitiv nicht, sondern ja, da wird uns alles abverlangt werden und das müssen wir auch dann abliefern auf dem Platz, um, wie gesagt, was Zählbares mitzunehmen. Robby, kannst du kurz sagen, aus deiner Sicht, wie du die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Wochen siehst, vielleicht auch zum Unterschied zu Beginn der Saison und wie deine persönliche Situation nach der überstandenen Verletzungspause ist? Ja, also die Mannschaft hat sich, denke ich mal, richtig gut gefunden. Wir werden immer stabiler. Deswegen sage ich eigentlich, wir haben uns gut zusammen entwickelt, zusammen geschweißt. Stimmung ist auch gut in der Mannschaft. Gibt es eigentlich keine Probleme, würde ich soweit sagen. Ja, zu meiner Situation, ich versuche jetzt nach und nach fitter zu werden, fitter zu bleiben, langfristig natürlich, und mich weiterzuentwickeln, also an allen Sachen festiger, also fester zu werden, stärker und stabiler und ja. Machst du da besondere Sachen, besondere Programme, dass du da, wie du sagst, fitter, stabiler wirst? Ja, also ich mache zu Hause noch so ein paar Boxeinheiten und sowas. ja, und wir machen in der Woche genug Krafteinheiten und ja. Wer ist da dein Gegner zu Hause? Der Boxsack. Okay. Gibt's weitere Fragen? Ich hätte noch eine Frage an Fabian. Wer schießt denn die Strafstöße in Zukunft? Ist eine gute Frage. Haben wir auch thematisiert, natürlich, so wie Freistoßschützen vor festgelegt sind oder werden, legen wir das auch fest. In dem Fall haben wir jetzt Trübe benannt fürs nächste Spiel. Also sollten wir einen Elfmeter bekommen, wird Trübe den schießen. Fabian, trefft er mit in Plauen auch auf einen ehemaligen Spieler, Paul Kämpfer, der bis zum Sommer noch hier bei euch war. Was hat denn dagegen gesprochen, ihn hier weiter zu behalten bzw. ja, weiter zu entwickeln? Ja, es war keine einfache Entscheidung bei Paul. Wir haben lange gesprochen, damals ja auch schon, wo wir uns dann entschieden haben, ihn nach Auerbach auszuleihen. Dann kam er ja nach einer guten Saison, Oberliga-Saison, mit vielen Toren zurück zu uns in der Vorbereitung, haben uns das nochmal in Ruhe angeschaut, haben uns mit ihm und seinem Berater auch nochmal dann zusammengesetzt und ja, über alle mit Eventualitäten gesprochen und sind dann dazu gekommen, dass es am besten ist, ja, sich zu trennen. Ganz einfach, er ist ein guter Spieler, er ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, aber er hätte bei uns aktuell es sehr schwer gehabt zu spielen, weil wir da einfach auch auf der Position in der Spitze sehr gut besetzt sind, da auch noch gute Neuverpflichtungen getätigt haben in der Sommerpause. Und er ist ein junger, talentierter Spieler, der muss spielen, er braucht Spielpraxis, um sich zu entwickeln, und da wäre die Wahrscheinlichkeit bei uns einfach geringer gewesen, als er sie jetzt in Plauen vorfindet. Deswegen freut es mich auch für ihn, dass er da jetzt ja, Stammspieler ist, dass er da viele Einsatzzeiten bekommt, die er benötigt oder jeder Spieler, jeder junge Spieler benötigt, um ja, sich weiterzuentwickeln. Und deswegen ja, war es keine einfache Entscheidung, ja, weil wir auch von seinem Talent oder von seinem Potenzial überzeugt sind. Aber in dem Fall haben wir dann gesagt, komm, es ist, glaube ich, besser, sich dann zu trennen, sauber zu trennen, um einfach ihm da mehr Chancen auf Einsatzminuten zu geben. Da muss ich nochmal kurz nachfragen. Dass er aus Auerbach zurückkommt, war ja klar. Jetzt habt ihr im Sommer natürlich auch nach bestem Wissen und Gewissen verpflichtet.
Dann habt ihr auch schon so verpflichtet, dass ihr gewusst habt, dass Paul Kämpfer eigentlich keine Option ist für euch, oder? Oder war das Vertrauen nicht da oder wie war das? Nö, so haben wir nicht verpflichtet. Es wäre ja Quatsch, wenn wir dann dementsprechend schon jemanden die Tür vorher zumachen würden. Dann könnten wir ihm auch gleich sagen, geh woanders hin. Nein, das ist ein Leistungssport, das ist ein offener Konkurrenzkampf, wie auf jeder Position. Und er war ausgeliehen, nochmal, hat eine gute Saison in Auerbach gespielt und deswegen haben wir gesagt, komm, wir schauen uns ihn an, wir schauen uns alle an in der Vorbereitung. Jeder kriegt die gleiche Chance, jeder kriegt eine faire Chance, sich in der Vorbereitung, im Training, in den Vorbereitungsspielen zu zeigen, sich aufzudrängen. Und wie gesagt, das ist auf jeder Position oder das ist bei jedem Spieler dasselbe. Und ja, und dann haben wir uns ja relativ spät dazu entschieden, ne, nachdem wir uns ihn angeschaut haben oder alle, wie gesagt, einen Gesamteindruck der Mannschaft eingeholt haben, haben wir uns dann entschieden, noch Spieler abzugeben. War ja dann nicht nur Paul, der dann noch gewechselt ist oder gegangen ist, sondern wir haben uns von dem einen oder anderen Spieler ja auch noch getrennt, sei es per Leihe oder komplett abgegeben. Ich glaube, das ist ein normaler Prozess, der in jedem Verein stattfindet, dass man dann einfach nochmal sich die Jungs zusammenholt, sich die Jungs anschaut und ja nach Trainingseinheiten, nach den Testspielen in der Vorbereitung dann entscheidet, ja, wer hat die Nase vorn, wer hat die ja, höchste Wahrscheinlichkeit eingesetzt zu werden und bei wem macht es dann Sinn, ihn zu behalten oder bei welchen Jungs macht es weniger Sinn. Und gerade auch bei jungen Spielern, da haben wir jetzt ja dann auch nochmal mit Ayo Adesida oder Milot Ademi, junge Spieler, haben wir uns ja auch dann entschieden, sie abzugeben, also beziehungsweise in dem Fall zu verleihen, um ihnen einfach mehr Spielpraxis zu geben oder die Wahrscheinlichkeit auf Spielpraxis zu erhöhen. Und wie gesagt, bei Paul war es jetzt damals nichts anderes mit Auerbach und in dem Fall auch nichts anderes, bloß ist es halt keine Leihe mehr, sondern jetzt haben wir uns gemeinsam entschieden, ihn da den Weg frei zu machen, woanders hinzugehen, sich zu zeigen, zu präsentieren, um dann die nächsten Schritte zu gehen oder gehen zu können. Gibt es weitere Fragen? Robby, gibt es im Vorfeld Kontakt zu Paul? Gab es da Kontakt von dir oder von jemand anders? Also bei mir nicht, ich weiß jetzt nicht, wie andere zu Paul stehen. Ich freue mich natürlich, ihn zu sehen, aber... Läuft keine Wette? Nee, haben wir nicht. Gut, okay. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließe ich hiermit die Pressekonferenz. Ein großes Dankeschön an das Dubliner Irish Pub, dass wir unsere Pressekonferenz hier austragen durften. Und dann wünsche ich allen Rot-Weißen einen tollen und hoffentlich erfolgreichen Spieltag am Sonntag.